Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2 mit Herr Wolf. Wenn das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Danke. Du hast gerade meine Begrüßung kaputt gemacht. Trotzdem, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2 bei meinem Kanal. Ja, Herr Wolf halt. In der letzten Folge haben wir ja die ersten vier Kammern gemacht. Plus, ja, die Einleitung mehr oder weniger. Da. Ups. Ah, das Portal ist da oben. Hier haben wir ein Knöpfle. Was macht Knöpfle? Knöpfle macht da. So. Oh, was ist hier schön. Ah, warte. So, hier oben muss jetzt ein. Mach ich da einfach noch ein? Was passiert dann? Hui, der spinnt gut. Zack und zack. Dann fällt er dagegen. Aber der ist richtig schön gespinnt gerade. Der hat sich ganz schön gut gedreht. Der war ganz wild ins Wasser. Er wollte unbedingt baden. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Ansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Das ist doch super. Mich niemals alleine. Denn die Aufnahmen, die standardmäßig sind, begleiten mich. Ist ja schon wieder Müll auf meiner Flasche. Und mal wieder Ladebildschirm. Ah, Ladebildschirm. Es gibt hier zu viele von euch. Geht doch weg. Wir wollen doch mehr vom Spiel sehen. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Nein. Mir ist nicht mehr zu helfen. Gar nicht. Hallo Kamera. Tschüss Kamera. Nimm mich nicht mit. Lass uns weiter beobachten. Keine Lust auf dich. Okay, wir müssen was machen. Also von da unten kommen wir. Ja gut. Dann halb. Geronimo. Was schnell reinkommt, kommt auch schnell raus. Das haben wir schon im letzten Portal-Spiel gelernt. Ja. Toll, der Würfel hat mich geblockiert. Hä? Wo ist denn jetzt? Da, Würfel, du kommst jetzt mit. Ohne dich gehe ich nicht. Hui. Sie können unsere Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben. Willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Oh, das ist, war ja liebevoll gesagt. Aber ich schätze mal, ich bin mehr oder weniger ein Testmitglied. Darmportal. Das war jetzt mehr oder weniger Glück. Meine Erinnerung von dem Spiel ist ein bisschen schwächer geworden. Aber ich müsste da rein. Komme ich da bitte rein? Ah, ich kann da rüberlaufen bestimmt. Und whoops. Ich weiß, dass ich definitiv in dem Spiel länger gebraucht habe als beim ersten Teil. Weil ich... Bleib schön drauf liegen. Vielleicht einfach von der Logik her. Dich möchte ich kaputt machen. Einfach nur, weil ich kann. Und whoops. Schon wieder die Test gemacht. Sein, so weit gekommen zu sein. Danke. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Das war jetzt aber nicht sehr nett gesagt. Manu, sehr unfair. Aber ich finde die Designs, da kann man richtig cool gelöst. Halt, weil es jetzt momentan so verrottet ist, finde ich. Haben sie es gut hingekriegt, dass es halt auch aussieht, als wäre es uralt oder halt nicht mehr gewartet worden. Um die Protokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Na danke, dass ihr es wenigstens anerkennt. Hier sieht man zum Beispiel einfach Pflanzen durchgewachsen. Aber wie können hier Pflanzen... Da oben ist Licht. Da oben ist Licht. Freiheit. Obwohl der Fahrstuhl immer tiefer fährt. Gucken. Ach da. Super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ey. So, gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Du bist fies. Okay, hör zu.
Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Okay. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Kling dich aus. Kling dich aus. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Okay. Ich fang dich. Eins. Ja. Zwei. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also. Nö. Okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Okay. Ja. Eins. Fang auf. Wie sollte ich hier fangen? Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Scheint so. Neues Problem. Ich kann mich nicht bewegen. Ja. Bist du noch da? Könntest du mich vielleicht aufheben, wenn du noch da bist? Ich kann die Tür gegenrollen. Super, besten Dank. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Das sieht gleich pervers aus. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du dich hingeguckt hast. Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können hätten noch nie eine Schiene Richtung vorgeschrieben. Also, wo gehen wir hin? Moment, das weiß ich nicht. Checken. Ja, am besten ich kann den nicht mehr loslassen. Nee, keine Schiene, die uns den Weg weist. Was machen wir jetzt? Wir folgen der Schiene. Du musst einfach zurück. Hallo. Wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter. Nein, der ist so putzig. Hallo. Hi. Na? Ja. Das ist schön. Kannst du aufhören, mich so anzustarren? Das ist voll creepy, Mann. Du bist creepy. Auf mich so anzustarren. Hallo, Ladebildschirm. Lange dich nicht mehr gesehen. Wie geht's dir denn heute? Aha, du lädst also. Lade schneller, Mann. Dich gibt's busy zu Hause. Hallo. Ich soll dir immer noch eine Kleinigkeit erklären. Ja? Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Ihre Kammer? Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Ja. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Irgendwie kommt mir das richtig bekannt vor. Warum starrst du mich so an? Lauf mich so anzustarren. Ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein. Ich auch nicht. Nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Ah, das ist die Kammer vom Portal 1. Die Endkammer. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Da hast du recht. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich wollte es auch nicht glauben. Ja, ich kann es aber glauben. Und seitdem verschwunden. Dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, und das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Ja, ich hab sie zwar, ja, umgebracht, aber ich bin nicht entkommen. Ich bin immer noch hier. Hallo, GLaDOS. Na, wie geht's? Dir scheint es ja nicht allzu gut zu gehen, würde ich sagen. Sie ist ein bisschen mitgenommen aus, Jung. Oder Mädchen, ja. Wo müssen wir denn hin? Da zeigt er an. Ah. Diese Pfeile zeigen meistens an, in welche Richtung man laufen soll. Sollen so leichte Tipps sein. Die Treppe runter. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Du kannst nicht sterben. Am besten nicht nach unten sehen. Ich gehe wieder weg. Jetzt auf in der Mitte. Es ist nicht lustig. Es ist tief. Ich sehe nicht mal den Boden, Mann. Wer baut denn sowas? Man kann den Boden nicht sehen. Wer baut denn sowas? Das ist der zentrale Kontrollraum. Okay. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht. Okay? Und sonst nichts anfassen. Okay. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Nein, du bist sehr verwirrt. Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Okay. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Schön, dass du das getan hast. Oh, es dreht sich seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also. Es sind aber viele Schalter. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Nein,
drückst gerade jeglichen Schalter. Oh oh. Mann, was ist das? Power-up eingeleitet. Okay, ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich helfen. Kein Problem. Wollen okay, sehen. Versuch's. Beeil dich. Was ist das für ein Passwort, Alter? Wirklich? Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Relativ gut. Ich war ganz schön noch beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Aua. Nein. Oh, mein Portalkanon ist mal wieder weg. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Mir? Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Ich möchte nicht Wissenschaft du machen. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Nein, ich will hier nur raus. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Was denn bitte? Ja, was soll ich schon großartig sagen? Wir machen hier natürlich einen Cliffhanger raus. Denn ich verabschiede mich jetzt für diese Folge und sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Portal 2.